Alle anderen Parteien im Bundestag haben die Störungen durch Gäste der AfD während der Debatte zum Infektionsschutzgesetz verurteilt. Wieder beachteten nicht alle AfD-Politiker die Maskenpflicht im Parlament. Und die Zwischenfälle vom Mittwoch bezeichnete Michael Grosse-Böhmer von der CDU als Angriff auf das freie Mandat und die parlamentarische Demokratie. Es ist klar, dass über AfD-Abgeordnete der Eintritt in den Bundestag und diese Störungsversuche erfolgt sind. Und das ist ein absoluter Tabubruch, der nicht hinnehmbar ist. Alexander Gauland gab sich ein wenig reumütig. Dabei sind Dinge vorgefallen, die ich zutiefst bedauere und die mit der parlamentarischen Arbeit sozusagen nicht vereinbar sind. Wir werden deutlich mit diesen Leuten reden, aber es ist nun mal geschehen. Die Abgeordneten selbst, die diese Gäste eingeladen haben, sind daran unschuldig. Dabei glauben viele Abgeordnete aus anderen Parteien, dass die AfD die Zwischenfälle orchestriert hat. Schließlich wollte die Partei das Infektionsschutzgesetz verhindern. Und die Rechtspopulisten unterstützen viele Forderungen der Corona-Leugner, die am Mittwoch ohne Masken und Mindestabstand in Berlin protestierten.